Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 16 Karriere und natürlich wieder mit dem VfL Wolfsburg. Und ja, ihr seht schon oben rechts, was ich gerade gesagt habe, so steht da zumindest, dass ich das gesagt habe. Wo ist es denn jetzt ganz schnell? Hier, Energie ist Schlüssel zum Erfolg, mein FIFA-Tour. Und damit würde ich auch sagen, mit diesem Spruch gehen wir einfach mal direkt in das Spiel gegen Ingolstadt. Ich schaue nochmal kurz, ob wir hier vielleicht irgendwas umändern. Ich habe mega lange nicht mehr Karriere mit dem VfL Wolfsburg gespielt. Mal sehen, wie das heute so klappen wird. Ich muss jetzt auch alles nochmal hier richtig richten, sodass ich einigermaßen dicht am Bildschirm dran bin. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht so, wenn ich das Mikrofon umstelle. Und ja, wir nehmen die Heimtrikots, dann Ingolstadt ist, glaube ich, mit ihren auch Heimtrikots, oder? Ganz genau, ja, auch ihre Heimtrikots. Und ja, wir müssen auf jeden Fall noch das Gestöber da ausstellen, weil das ist eine richtig ätzende Sache. Wir machen einfach mal auf Heiter, ist ja auch relativ egal, Hauptsache kein Gestöber. Rodriguez hätten wir schon können, das wäre natürlich eine Variante. Aber ich würde einfach mal sagen, alles oder nichts, wir gehen heute hier mit dem... mit der Top-Besetzung in das Spiel gegen Ingolstadt. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen hinkriege, weil ich halt mega lange keine Karriere mehr gespielt habe. Deswegen muss man sich daran, was ich hier mache. Ich muss hier, glaube ich, immer irgendeinen Skill in den Feldern machen. Irgendwie so ist das. Irgendwie so ist das doch, ne? Ja, ganz genau so ist es. Mal gucken, wie weit wir hier so kommen werden. So, der geht doch rein, der geht doch rein, der geht doch rein. Ganz souverän hier, Rafinha. Uiuiui, damit habe ich nicht gerechnet, dass die Wand so direkt vor meiner Nase steht. Und ja, das Spiel geht los gegen Ingolstadt. Ich habe noch eine wichtige, wichtige Frage an euch. Und zwar werde ich in die Beschreibung eine Strawpoll... Ja, ich muss erstmal den Sound leiser machen auf den Ohren. Ich werde in die Beschreibung eine Strawpoll-Umfrage reinstellen. Und zwar wird da gefragt, soll ich den Karrieremodus zusammenschneiden oder möchte ich es lieber so, dass ich wirklich nur ein Spiel mache? Sonst kann ich das gerne zusammenschneiden, die Spiele. Und dann werde ich vielleicht 2-3 Spiele pro Episode machen. Allerdings seht ihr nur immer so die Highlights wie abends auf ARD oder morgens auf Sport 1, wie bei der Bundesliga zum Beispiel. Seht ihr nur die Highlights von unserem Spiel oder wollt ihr lieber das ganze Spiel sehen? Dazu könnt ihr euch jetzt irgendwie entscheiden. Ich werde dann eine Strawpoll-Umfrage in die Beschreibung packen. Und jetzt sind wir hier schon mal ganz gut durch, würde ich mal sagen. Den können wir natürlich sweaten. Den können wir natürlich sweaten und das machen wir auch. Und das 1:0 durch Embolo hier, dritte Minute, nicht schlecht auf jeden Fall. Und ja, das ist einfach die Frage, wollt ihr ganz gerne, dass ich das lieber zusammenschneide, 2-3 Spiele sehen, oder wolltet ihr das lieber, dass ich lieber das ganz genau so beibehalte, wie ich das jetzt mache, dass ihr wirklich ein Spiel live seht, 90 Minuten Fußball, 90 Minuten Tempo, 90 Minuten Tore, oder wolltet ihr wirklich nur die Highlights und dann dieses Mittelfeldgepasse da nicht sehen? Also könnt ihr euch entscheiden, ich werde einen Strawpoll-Link, glaube ich, in die Beschreibung packen, sofern ich das nicht vergesse, und dann würde ich dazu ganz gerne eure Entscheidung mal sehen. So, ich war da anscheinend noch dran, habe ich gar nicht mitbekommen. So, mal sehen, ob wir hier die Ingolstädter gleich wieder unter Druck setzen können. Es lief bisher ja nicht ganz so schlecht, würde ich mal sagen, wie wir bisher gegen Ingolstadt hier auftreten. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der Pass da nicht in die Mitte kommt. So, die Ingolstädter am besten nochmal rausdrängen so ein bisschen. So, da kommt der Pass ziemlich weit nach vorne, der Kopfball kommt und wir haben Glück gehabt. Wir haben richtig viel Glück gehabt gerade hier in diesem Angriff. Jetzt einen guten Konter starten, das wäre natürlich eine ganz gute Variante. So, wir gehen einfach mal nach außen raus, schicken da jetzt Caligiuri und der hat natürlich Platz, der hat natürlich Platz. Der hat natürlich Platz, kann da in die Mitte gehen, kann den Pass auf Embolo spielen, aber da kommt leider nicht ganz an. Hätte vielleicht ein wenig doller sein können, vielleicht eine flache Flanke wäre es da eher gewesen. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Aber Benaglio passt da top auf. Ich hoffe, dass er daran kommt. Uiuiui, das war knapper als gedacht. So, und das hätten wir fast spekuliert. So, das war eine ziemlich knappe Sache. So, jetzt wollen wir da ganz gut hinterlaufen. Zuma muss da jetzt mal aufpassen, aber der hat einen Körper und der Ball... der wird eher als Rückgabe auf Benaglio gespielt. Somit haben wir jetzt erstmal Abstoß. Den werden wir erstmal sicher nach außen spielen, denke ich mal. Ja, das war ganz gut, sag ich mal. So, jetzt schön gemacht hier von Caligiuri. Caligiuri mit dem Pass auf Embolo. Embolo geht da in die Mitte rein. Und der setzt sich doch durch, der Junge. Der setzt sich doch durch. Der Mann, der setzt sich durch. Und da sind wir jetzt vorm Tor. Und da muss er jetzt nur noch reingemacht werden. Embolo mit dem Nachschuss und nochmal einen Pfostenschuss. Aber der Schuss, der war wirklich nicht von schlechten Eltern. Da kam er wieder aus der Kanone geschossen. Der erste Schuss hätte da reingehen dürfen auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine richtig gute Chance. Aber ich bin mal nicht so fies und sage, den kann man auch auf den Mann schießen. Also es passiert nicht gerade unselten in der Bundesliga, sage ich mal, dass da wirklich mal Bälle im 1 gegen 1 komplett auf den Torwart geschossen werden. Aber naja, wir wollen das eigentlich eher verhindern. So, jetzt hier mal den Pass in die Spitze vielleicht ein bisschen... abfangen, dass die da nicht ganz so weit in die Spitze kommen, haben wir ganz gut hinbekommen. So, und jetzt direkt wieder den Konter starten. Jetzt direkt wieder den Konter starten, ein weiter. Da haben wir ein bisschen Tempo nach ganz außen raus und
Der kommt leider nicht ganz so, wie ich das möchte. Aber wir setzen die Ingolstädter gut unter Druck da, sodass der Ball jetzt im Aus ist. Ja, ich habe schon gedacht, dass er den bekommt, aber der Ball ist dann doch im Aus und den können wir hier erstmal wieder sicher aufbauen. So, ein direkt weiter. So, Rafinha geht auch mal vorbei, oh Mann. Da war die Schusstäuschung leider nicht ganz so stark, wie ich es mir erhofft habe. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir sind hier im 1 gegen 1 hinten. Sie sind wirklich mit einer großen Anzahl da, die Ingolstädter. Oh, da hätte ich nicht unbedingt faul gepfiffen. Da hätte ich echt nicht faul gepfiffen. Aber ich denke mal nicht, dass Ingolstadt den so gefährlich machen wird. Oder, uiuiui. Was war das denn? Den hätte locker festhalten können, der Torwart. Und der macht dann Drama wie sonst was. Der kam, da lag Schnee drauf, so ist er geflogen. Also er war so langsam eigentlich. Mich wundert es überhaupt, dass er sich mit dem Tempo so absenken konnte, aber... Naja, so, Rodriguez hier mit dem... Och man, warum spielen die den Pass so bescheuert? Also das verstehe ich echt nicht und das war gut gemacht. Das war gut gemacht und da könnte das 2-0 passieren. Embolo kommt leider nicht an den Kopfball ran. Aber richtig, richtig schön gemacht von Caligiuri da außen, der da nicht aufgibt und am Ball dran bleibt und sich dann auch selber belohnt. So, jetzt einmal hier in den Rückraum. Carvalho kann auch schießen. Foul, ne? Foul, ganz genau. Gut gemacht von Carvalho. Exzellenter Roulette. Und jetzt haben wir hier den netten Rodriguez. Und der wird den doch mal verwandeln. Oder, Rodriguez, den wirst du doch mal verwandeln. Und der geht gegen den Außenpfosten. Schön auf jeden Fall geschossen. Leider gegen den Außenpfosten. War aber ein richtig schöner Freistoß. Mal sehen, ob wir den jetzt direkt wieder abfangen können. Nein, leider nicht. Aber Carvalho, der ist dann hier hinten, wenn ich auf den geschaltet werde. Der kann da gerne mal stören. Komm, Carvalho, mach mal ein bisschen Druck nach vorne. Jetzt Embolo. Und Munia. Ihr müsst da ein bisschen im Einklang arbeiten. Denn funktioniert das schon. Wenn ihr ganz gut im Einklang arbeitet, dann kommt ihr da ganz gut vors Tor, würde ich mal sagen. So, jetzt rauf da. Jetzt sind die ein bisschen unsicher gerade. Nicht von hinten, bitte. So. Oioioi, da wird Rodriguez gut verlagert, muss ich sagen. Jetzt lass ihn da nicht rein und schön gemacht von meiner Mannschaft. Und jetzt da mal außen ein bisschen Tempo aufnehmen. Schön gemacht und den Ball verliert er trotzdem. Na gut, es gibt einen Freistoß. Ich habe mich schon gewundert, wie kann er den denn noch verlieren da? Aber, naja, so, lauf direkt weiter, Rodriguez. Dann können wir da einen guten Doppelpass draus machen. So. Oh, komm, ran da. Ja, schön gemacht. Und jetzt da außen, der ist im Abseits. Schade, dann schieß ich mal direkt. Oh, der ist da wirklich die ganze Zeit im Abseits stehen geblieben, Munir. Der hätte da vielleicht mal einen Tickchen sich bewegen sollen. So, bleib da mal drauf. Fabinho bist vielleicht ein bisschen weit vorne. Aber wenn du den Ball bekommst, dann nehme ich dir das nicht ganz so übel. So, ich komme gerade auf keinen Spieler geschaltet und ich werde jetzt nach hinten geschaltet, sodass wir da komplett eine Lücke aufmachen und das ist natürlich exzellent. Ja, toll. Ich verstehe nicht, wieso man so ein schlechtes Umschaltspiel in dieses Spiel einbaut. Da kriege ich einfach schon den Innenverteidiger, obwohl man da natürlich auf den zentralen Mittelfeldspieler schalten muss. Jetzt ist es 1-1 erstmal, aber ich denke mal, das werden wir noch umbiegen können, wenn der den Ball nicht so wie einen Antifußballer so weit vorlegt. So. Jetzt lauf da mal direkt und du bist schneller als der andere, oder? Du bist schneller als der andere, in den Rückraum gespielt, in den... Zieh da jetzt mal durch! Oh Mann, du sollst da durchziehen und nicht den Ball gegen den Gegner spielen. So hätte man zum Beispiel... Sowas sind zum Beispiel Sachen, wo echt man einfach einen Elfmeter rausholen kann. Aber FIFA, dieses Spiel hat kaum Spielverständnis, sage ich ganz ehrlich. Von dem Spielverständnis her ist FIFA echt unter PES. PES ist vom Spielverständnis her weiter als FIFA schon. So, wir gehen mit 1-1 in die Halbzeit, ist auf jeden Fall, sag ich mal, keine verdiente Sache unbedingt, also Ingolstadt hat jetzt einen einzigen Torschuss, wir hätten da schon ein paar mehr, hätten auch eigentlich schon alles klar machen müssen, aber haben wir halt nicht und deswegen ist das hier leider noch unentschieden. So, jetzt direkt hier auf Carvalho mit dem Roulette, der legt ihn jetzt nochmal rüber und wenn er den gut mitnehmen kann, dann macht er den und das ist exzellent gemacht, ich glaube, das war Max Kruse, ganz genau. Das ist exzellent gemacht. Ich glaube, wir sind die Frühzünder, sag ich mal. Direkt 3 Minuten nach Anpfiff, direkt 3 Minuten nach der Halbzeit. Also wir sind schon die Frühzünder, würde ich mal sagen. 3. Minute und 48. Minute, das sagt schon so einiges aus. Ich weiß jetzt leider nicht, auf welchem Tabellenplatz Ingolstadt steht. Ich denke mal, dass die zwischen 10 und 15 so stehen werden. Ich glaube, die waren nicht auf den Abstiegsplätzen, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt auf jeden Fall hier aufpassen. Gut abgedrängt von... wer ist das denn da? Ah, war gar nicht abgedrängt. Ich dachte allerdings, dass es abgedrängt war. Es war Gimenez, ganz genau. War ja klar eigentlich. So.
So, Fabinho geht da jetzt mal vorbei. Fabinho dann mit einem schönen Pass auf M. Und den sollte er direkt weiterspielen. Das meine ich zum Beispiel. Da ist dieses Spielverständnis, was halt fehlt in FIFA. Ich drücke extra den Pass schon bevor ich den Ball habe überhaupt. Dann soll er den auch rechtzeitig weiterspielen, sage ich ganz ehrlich. Dann soll er den auch rechtzeitig weiterspielen. Hier ist es richtig schön gemacht. So, jetzt auf Embolo. Embolo, geh mal nach außen raus. Geh mal nach außen raus. Und dann versuchen wir da mal ein bisschen Spieler mitzunehmen. So kriegen wir allerdings nicht ganz so gut hin, wie ich es mir erhofft habe. So, Rafinha. Rafinha, da geht er jetzt mal durch. Spielt den Pass ein weiter. Jetzt noch ein weiter. Und da ist der leider zu ungenau gespielt, sodass wir den Ball verlieren. Also der hätte auf jeden Fall besser gespielt werden können da aus der Position. Aber Rafinha, da bleibt da jetzt dran. Rafinha bleibt da dran, wird da ein bisschen abgezogen von Lex. Jetzt muss da Rodriguez aufpassen. Der war sowieso schon nicht hundertprozentig fit. Aber jetzt war es souverän gemacht danach. So, schön gemacht. Kurzer Doppelpass, noch ein weiter raus. Und jetzt geh auf den Verteidiger zu. Geh auf den Verteidiger zu. Und schick ihn den Ball jetzt zu. Und allerdings sollte er direkt auf Munir gehen. Munir geht da in die Mitte. Munir geht da in die Mitte, kann da durch. Spielt den Ball in den Rückraum, perfekt auf Embolo. Und solche Bälle, die müssen einfach reingehen. Ich verstehe es nicht. So, wir werden einfach mal ins Menü gehen, so ein paar Spieler schon mal auswechseln. Zum Beispiel Rodriguez haben wir dafür irgendeinen... Wir haben keinen Verteidiger mit, doch Knoche. Bringe ich Knoche einfach mal. Kann da irgendjemand über Außen auch spielen? Von euch? Ja, Rechtsverteidiger. Du kannst Rechtsverteidiger spielen. Dann kannst du wohl auch Linksverteidiger spielen. Also da wollen wir jetzt kein großes Drama drum machen. Dann nehme ich Rafinha noch raus. Dafür würde ich Guerreiro ganz gerne mal wieder sehen. Und dann mal wieder Draxler über... Oder wir bringen Draxler hier hin. Wir tauschen die beiden einmal. So machen wir das. Und dann haben wir schon unsere drei Auswechslungen getan. Ich hoffe, wir fangen den Ball hier direkt ab. Schön gemacht. Aber allerdings danach verloren. Und der Pass von Kruse war jetzt nicht ganz so gut. So, oh, man muss immer fünfmal auf diesen Button drücken, damit man auf den richtigen Spieler geschaltet wird. Das ist so abnormal. So, schön gemacht. Jetzt geht's zum Ball. Richtig schön gemacht. Ach, Mann, und Embolo legt da lieber den Rückwärtsgang rein, als anstatt irgendwann mal loszulaufen. Sowas ist Spielerintelligenz von einem Toastbrot. Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich versuche jetzt aber trotzdem hier mal an den Ball zu kommen. Wir müssen die langsam unter Druck setzen, die Ingolstädter. So, direkt darauf kommen. Oh Mann, ihr haltet auch viel zu viel Abstand. So, macht mal offensiv, auch wenn wir mit einem Gegentor direkt das Unentschieden kassieren. Würde ich hier ganz gerne noch ein Tor schießen. So, den dürften wir eigentlich bekommen. Denke ich mal, wir stehen da schon viel früher und er lässt sich trotzdem abdrängen. Und da kommt er so leicht vorbei. Das ist natürlich richtig schön. Schön gemacht von Zuma da jetzt. Ah, oh, Zuma, ich wollte umkehren, allerdings wollte er das nicht ganz so haben. So, jetzt aber Rafinha. Mann, der kommt auch nicht an den Ball ran. Es kann doch nicht sein. Jetzt wird da die Lücke gemacht wie sonst was. Die Flanke kommt viel zu weit eigentlich. Aber bevor die jetzt doch noch gefährlich wird, bin ich lieber ein bisschen leise. So, jetzt werden erstmal die Auswechslungen durchgeführt, denke ich mal. Lauf nach da und ich brauche wieder dreimal, muss ich umschalten. Dreimal. Es kann einfach nicht sein. Es kann einfach echt nicht sein. So. Nein, und er macht den nicht. Er macht den nicht. Er sollte den direkt spielen, dann wäre es eine gute Situation gewesen. Allerdings so überhaupt nicht. So, schön. Oh, schon wieder auf den falschen Spieler. Mann, Draxler steht komplett frei. Was ist daran so schwer zu verstehen, FIFA? Ich verstehe es nicht. Ich laufe senkrecht auf den zu. Also, es ist nicht normal. So, Draxler, komm da jetzt aber an den Ball. Besser konnte ich den auch nicht drücken. Du darfst da nicht rauslaufen. Toll. Schaltet man auf den und der läuft erstmal die Schritte nach vorne, weil man da vorne mit dem noch nach vorne läuft. Anstatt der ein bisschen seinen Weg noch beibehält erstmal. Aber nein, das macht er nicht. So, jetzt müssen wir hier versuchen, was zu reißen. Draxler muss da nach außen rauslaufen. Draxler muss da mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Komm, Draxler. So, hintenrum nochmal. Hintenrum. So, schön gespielt. Direkt ein weiter auf Fabinho. Jetzt muss es der Verteidiger richten. Jetzt muss es der Verteidiger hier richten. Das schafft er allerdings gar nicht. Der Pass war sehr, sehr kläglich. So, wir lassen einfach mal Druck weiter drauf. So, wenn ich den jetzt ganz gut abdränge, dann dürfte er eigentlich keine Passstation finden. Allerdings laufen die anderen Spieler sofort idiotisch rum. Also guck mal, anstatt er da mal dran bleibt, so gibt's keine Lücken. Aber FIFA macht da immer wieder die Lücken auf. Es ist so nervig. Passt da auf. Es war so klar, dass der Ball dahin kommt. Ja, lustig. Ihr seid lustig, Mannschaft. Ihr seid lustig, Mannschaft. Mann, oh Mann, oh Mann. Schön gemacht, schön gemacht. Und jetzt lauf da außen mal. Lauf da außen doch mal, Embolo. Du sollst doch starten. Nicht joggen weiter.
So, schön von meinem Bolo, allerdings ist er nicht vorbeigekommen. So, den dürfen wir jetzt aber... Alter, wie verschätzt... Wie kann man sich eigentlich noch mehr verschätzen? Es ist kaum... Es ist nicht mehr menschlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie kann man sich denn so hart verschätzen und die Flanke kommt gut? Aber wir sind dazwischen. So, Ende. Also ganz ehrlich, es sind manchmal immer noch in FIFA 16 solche Situationen, da denke ich mir, wo ist da die Spielerintelligenz? Wir gehen, winnen hier mit 2-1 komplett verdient. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Platz Ingolstadt war. Aber manchmal sind die Laufwege echt katastrophal. Da denke ich mir so, wer programmiert so einen Müll? Aber naja, Mangala ist fertig gescoutet. Innenverteidiger lasse ich erstmal drin. Der hat auf jeden Fall keine schlechten Stats, aber... Ob wir den jetzt unbedingt derzeit brauchen, bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Hier werden wir einfach mal das Training durchführen. Ngava ist, glaube ich, erstmal unser größtes Talent da. Mit dem will ich auf jeden Fall ein wenig fördern, sodass der relativ baldig ein bisschen vorpreschen kann, sage ich mal. Und vielleicht das ein oder andere Spiel hier mitmachen kann. Wir sind jetzt auf dem 11. Tabellenplatz, können allerdings mit einem Sieg direkt in die Europa League rein, oder? Nee, zwei Siege brauchen wir dafür. Uiuiui, es wird auf jeden Fall eine knappe Sache. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall abstimmen, ob ihr das gerne haben wollt, dass ich jedes Spiel ganz normal aufnehme, so wie ich das jetzt mache, oder dass ich zwei, drei Spiele zusammenschneide. So kommen wir natürlich ein bisschen schneller voran. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also ist es komplett eure Entscheidung. Ihr könnt da komplett auswählen, was ihr da haben wollt. Und ja, das soll es auf jeden Fall von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über eine positive Bewertung freuen. Wir loben einfach mal unsere Mannschaft für den Sieg gegen Ingolstadt. Und ja, ich würde mich riesig... Guck mal, Ingolstadt ist sogar direkt hinter uns. Die waren davor sogar vor uns anscheinend. Ich würde mich auf jeden Fall riesig über eine positive Bewertung freuen. Es würde mich riesig freuen, wenn wir vielleicht die 20 Likes knacken würden. Das wäre richtig, richtig cool. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Guckt auf jeden Fall in die Beschreibung. Da sollte irgendwo ein Strawpaw-Link sein. Wahrscheinlich auch als Kommentar, wenn ich dran denke. Und ja, das soll es dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt noch eine Folge vorproduzieren, sodass ich einen kleinen Puffer habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.